So, und jetzt hatte ich ja gesagt, wir haben ja das A schon, aber lasst uns mal Folgendes machen, das V durch entsprechende Kleinigkeiten ersetzen, denn wir haben ja rausgekriegt, dass, na, eieieiei, so, dass das V eigentlich schon hier dasteht. V ist nämlich 3b. Und das machen wir jetzt mal. Also, ich füge mal die Formel hier ein. Ihr schreibt sie lieber ab. Und jetzt macht mal Folgendes. V ist gleich 3b, also das hier, diesen Term hier. Und jetzt ersetzt mal das V ganz eiskalt, schreibt das ein bisschen größer, und dann werden wir mal sehen, was passiert. Also nur jetzt erstmal einsetzen, mal sehen, wir sehen uns gleich wieder. Na, habt das so, ne? Das war jetzt nicht das Schwere. Achtung, V ist 3b, aber 3b, den gesamten Ausdruck in Klammern hoch 3. Warum? Werden wir gleich sehen, denn dann steht hier R mal T mal 3 mal 3 mal 3 ist 27, B hoch 3 und hier unter dem Bruchstrich steht, und jetzt fassen wir mal 3b minus b zusammen als 2b, 2 mal 2 ist 4 und b mal b ist b Quadrat und das Ganze mal 2, das ist die olle 2 von vorne, das ist dann A. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen schicker zusammenfassen, nämlich, das mache ich jetzt mal ein bisschen auf die Schnelle, 2 und 4, 2 mal 4 ist 8, also mal 8, dann entwickelt sich doch folgender Ausdruck. Jetzt sind wir doch schon fast fertig. Denn wir können, und das mache ich mal in einer anderen Farbe, wir können doch hier b Quadrat und b hoch 3 kürzen. Hier bleibt eine 1 stehen und hier bleibt ein b stehen. Den Exponenten einfach durchzustreichen ist manchmal ein bisschen gefährlich. So, und jetzt haben wir unsere neue Formel und die schreibe ich in grün. Jetzt wechsle ich mal die Seiten. Das macht man eigentlich nicht, aber wenn man es kann, dann geht das schon. Ich mache mal hier drüben weiter. Also, A ergibt sich als RT, aber man nimmt im Allgemeinen die Ziffern nach vorne. 27, den Bruchstrich brauchen wir. Die 8 bleibt noch unten drunter stehen. Und das Ganze mal R mal T und mal B. So, und in die Formel habe ich eingesetzt. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich das hinkriege. RTB 27 Achtel RTB, das war ja das, haben wir es richtig gemacht, ne? 27 Achtel BRT, RTB, ganz egal. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich werde jetzt hier zum Schluss noch die Links anfügen, was eigentlich die eigentliche Aufgabe war und worum das hier überhaupt ging. Sonst, wer das Video hier alleine gesehen hat, ich sage es noch schnell nebenbei, es sollte aus der Van der Waals Gleichung einerseits und aus einigen Größen sollte letzten Endes A und B errechnet werden. Und dazu die einzelnen Links hier jetzt zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte es ausreichend erklären und würde mich freuen, wenn ihr mir Rückmeldung gibt oder was auch immer. Also, ich höre jetzt für heute auf, jetzt ist 22 Uhr, stelle die Videos noch schnell ins Netz. Gute Nacht, schlaft schön, beziehungsweise übt schön oder macht, was ihr wollt. Tschüss.